Mal hat es uns nach Nordfriesland verschlagen, um genau zu sein, in die kleine Gemeinde mit dem zungenbrecherischen Namen Emmelsbüll. Horsbüll. Genau, Emmelsbüll, Horsbüll. Die kleine Endung Büll bedeutet nichts anderes als Siedlung oder Wohnstätte. Ja, und in dieser Gemeinde haben wir uns mal ein bisschen umgeschaut, sind zum Wattenmeer gefahren, haben die Windräder bestaunt und die unglaublich vielen Schafe, die hier in der Region für die Dammbefestigung verantwortlich sind. Ja, schaut doch mal. Ganz spannende Region, und das hat einen Grund, warum viele Touristen hier auf dem Festland eine Ferienwohnung mieten oder ein Ferienhaus mieten. Denn nur einen Katzensprung von uns entfernt liegen die Inseln Sylt, Föhr und Amrum. Ja, nachdem wir uns so ein bisschen am Wattenmeer umgeschaut haben, sind wir dann schon in dem kleinen Ort Klangsbüll angekommen. In Klangsbüll ist die letzte Zugstation. Und hier kann man mit dem Regionalzug nach Sylt fahren. Das haben wir dann auch gleich gemacht. Da geht es über den Hindenburgdamm. Ganz fix haben wir dann auf Sylt ein Fischbrötchen gegessen, Kaffee getrunken. Ja, und dann ging es schon wieder zurück. Doch man kann nicht einfach nur nach Sylt fahren, denn nur wenige Kilometer von hier liegt Dagebüll. Und in Dagebüll fahren die Fähren los nach Föhr und Amrum. Und das haben wir dann auch noch gemacht und hatten auch richtig Glück mit dem Wetter. Toll. Wir haben hier, glaube ich, die letzten zwei E-Bikes bekommen. Das allererste Mal in unserem Leben fahren wir mit dem E-Bike. Und die Inselumrundung sind 35 Kilometer. Die Dame sagt, wir schaffen das in 2 Stunden. Naja, wir schaffen es in einer. Wir stellen den Turbo ein. Es geht los. Bis später. Hey, das ist so der Hammer. Wir treten fast gar nicht. Das rollt hier von alleine. Das ist fast wie Moped fahren. Okay.
Ich hätte es ja nicht glauben wollen. Aber für die kurze Zeit, die wir jetzt hier auf Föhr haben, ist das natürlich die optimale Lösung. Zurück mit den tollen E-Bikes, die wir uns hier am Funpark in Föhr, Nähe des Hafens, ausgeliehen haben. Die haben uns wirklich treue Dienste geleistet. Wir sind die komplette Insel abgefahren. Das sind jetzt 43 Kilometer, also wir sind rund um die Insel, das ging. Da führt ein Weg rundherum. Haben auch noch Kaffee getrunken. Also wir können das empfehlen. Hat total Spaß gemacht und mit einem normalen Fahrrad wäre das in der Zeit für uns heute nicht möglich gewesen. Also E-Bike, obwohl wir sonst dagegen sind und richtige Räder fahren. Aber hier würden wir es auf alle Fälle empfehlen. Ja, das war natürlich total spannend, mit dem E-Bike rund um Föhr zu fahren. Für uns hier definitiv das Highlight, was wir euch unbedingt empfehlen würden. Aber nicht nur auf den Inseln gibt es was zu entdecken, denn auch hier am Festland, ganz im Norden, kurz vor der dänischen Grenze, befindet sich ein Gebiet, das heißt Rickelsbüller Koog. Und eine Koog, das ist neu gewonnenes Land durch Eindeichung, durch Entwässerung, und dort nisten unglaublich viele Vögel. Man kann jetzt in dieser Jahreszeit Vogelschwärme beobachten, aber guckt einfach mal hier. Fazit nach 3 Tagen Nordfriesland. Wir können das sehr empfehlen. Uns hat es super gut hier gefallen. Es ist wahnsinnig ruhig. Man kann entweder mit dem Fahrrad fahren oder man kann lange Spaziergänge machen.